Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder eine Nicht-Ort-Challenge und ich würde sagen, ihr kennt ja schon das Format, deswegen legen wir direkt los. Viel Spaß! Hier sind sehr viele Tiere, meistens kleine Tiere, hat man im Trailer gesehen. Jetzt sind wir im Raben, der Hai sagt. Oh Gott, das war schon süß. Oh, eine Robbe, eine Babyrobbe. Ich würde jetzt gerne so das Wort sagen, aber darf ich ja nicht. Oh mein Gott, ist das süß gewesen. Hat der eine Zipfelmütze auf? Ich kann es nicht richtig erkennen, aber es sieht. Nee, das ist eine Nuss. Als ob eine Katze zwei Mäuse beschützt. Ich habe immer gedacht, Katzen jagen die Mäuse. Ein blauer Vogel. Der ist sehr schön. Würde ich auch gerne mal so sehen und nicht vom Bildschirm. Brinte. Ein Igel. So sieht meine Mutter immer aus, wenn sie aussteht. Der ist aber mollig. Der Hund. Boah, da kommt die Treppe nicht runter. Ein Eichhörnchen. Normalerweise rennen die doch weg, wenn die Menschen sehen. Oder Autofisch, eher gesagt. Das ist Gilby. Die hat aber große Augen. Das hatten wir schon. Da habe ich fast das Wort gesagt. Hallo. Eule, dich hatten wir schon. Bitte rausschneiden. Wie doof kann man sein? Das ist voll fett, was ist das? Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare. Das Kätzchen eskaliert ja richtig. Oha. Ist das ein Hase? Sieht eher aus wie ein Hase. Klein und süß. What does an airplane do, Jack? What do birds do? Die ist auch süß. So süß. Aber ich darf das Wort nicht sagen. Das ist einfach scheiße in dieser Challenge. Oh, meine Augen. Das ist süß, das Schweinchen. Aber vor allem auch mit dieser riesen fetten Nase. Igel. Der hat voll die spitzigen Zähne. Das ist so süß. Was ist das für ein Ding? Das, glaube ich, war mal im Zoo, habe ich gesehen. Und die Katze weiß gar nicht, was los ist. Habe ich das Gefühl. Ist es ein Chamäleon? Was schlägt der ab? Drei Pudel. Hä? Okay. Ich glaube, das kenne ich schon, aber ich weiß es nicht. Das ist ein Faultier.
Es ist ein Faultier. Oh. Als ob der Hund überall drin ist. Also. Der Hund sieht voll ängstlich aus, anstatt eher so fröhlich oder schöner bunter Vogel. Was macht er denn die ganze Zeit? Vorbei! Das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wenn es euren Freunden, Familienmitgliedern, irgendein Mensch auf dieser Welt gefallen würde, teilt es mit dem. Bis zum nächsten Teil am Freitag. Ciao!